Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. Ja, in der letzten Aufnahme sind wir oder haben wir es erfolgreich geschafft, ins Gefängnis zu kommen. Manche meinen natürlich, Randall gehört auch genau hier hin. Das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall haben wir uns in der letzten Folge das Gefängnis ein bisschen genauer angeguckt. Wir kriegen von dem guten Sleazy ein Panzer. Und zwar morgen. Da vorne ist der gute Mann, der sein Essen isst. Und hier ist dieser schöne Spuckwettbewerb. Wir müssen ja dafür sorgen, dass dieser Dieb ins Gefängnis reinkommt. Der wollte sich ja um das Problem mit den Schwestern kümmern. Dafür müssen wir aber irgendwie Murray ablenken. Und der gute Murray war ja so, dass der gerne gelesen hat. Entschuldiger Mann, ich habe da mal eine Frage. Worum geht's? Wollte ich eigentlich gerade noch sagen, wollten wir ihn einfach mal anquatschen. Vielleicht gibt er uns die Zeitung oder so. Aber hier vielleicht... Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich, wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir, die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komme nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helfe dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Willst gar nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Ja gut, dann haben wir jetzt ein Codewort. Vielleicht kommen wir damit ja schon direkt in die Bibliothek rein. Bis später. Man sieht sich, Neuling. Ja, raus rein. So, dann gehen wir mal hier wieder durch. Na, und mit diesem schönen Geschmatze von Sleazy gehen wir hier in den Gang. Und, oh, die Katze. Stimmt, glaube ich, der haben wir den Napf, glaube ich, geklaut, oder? Kann sein. Ja, genau, die Schüssel. Dem können wir leider auch noch nicht helfen. Sonst haben wir hier alles gemacht. Okay, dann gehen wir mal zu den Schwestern. Hier sind die Schwester. Und dann... Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? Hier, okay, nimm das. Dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Klaatu Barada Nektai? Nektar? Nickel? Ach, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu Barada Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt. Die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's einzahlen? Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir rumspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich möchte nicht in die Wäscherei. Na komm schon, lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ein Kuss? Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig.
Hier drin weiß man nie. Vielleicht muss ich das den Schwestern sagen. Okay. Gut, das hat ja super geklappt. Die beiden sehen auch richtig geil aus. Ja, das hat super geklappt. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dem Herrn Vertreter und geben dem mal einen auf die 12, würde ich sagen. Weil so springt natürlich hier keiner mit uns um. So. So, Dude. Na, sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir seinen Necronomicon gezeigt? Wie geil, ey. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Wer ist einer von uns? Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Ja, touché, ne? Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner, wir sind noch nicht fertig. Entspann dich, war doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussball-Date anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Oh oh. Ich find's schön, dass die immer nach der Reihe lachen. Nein, und seinen Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide. Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Wie läuft's mit dem Weitspuck-Wettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Warum nennt ihr ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Doch, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratis-Tipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert, es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Ja, also wir müssen irgendwie diesen Spuckwettbewerb gewinnen oder so. Das andere Spiel, was ich kenne, wo es auch schon mal einen Spuckwettbewerb gab, da hat der Herr Guybrush einfach beschissen. Und ich denke mal, das passt auch hier zu unserem guten Randy. Ja, aber wie bescheißt man bei einem Spuckwettbewerb? Kann man hier irgendwie das Seil so drauflegen? Ich glaube, damit erziele ich nicht den erwünschten Effekt. Okay. Oder hier mit so einem... Ich glaube... Okay. Ja, hier das Maßband vielleicht einfach dranhalten oder so? Nein. Also wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass das weiterkommt, ne? Kann man nicht irgendwie hier so einen Wok oder so hier... Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Wow, da hat er aber recht. Wie auch immer, ja. Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Okay, also wir müssen Sachen auf den Boden, auf diese Platten legen. Vielleicht hier die Schüssel noch da. Und dann das Ding noch irgendwie da drauf. Okay.
Okay. Ja, dann. So. Dann lass ich knacken. Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Und los. Hey, Neuling, Vorsicht. Der hat uns fast erwischt. Sorry, da habe ich mich wohl verrechnet. Okay, da springt er nach rechts, ne? Also da müsste doch der Wok hinten sein, oder? Warte mal. Was ist denn, wenn ich die Pfanne nach vorne lege? Und es dann nochmal versuche? Nein. Ich will spucken. Ja. Tu dir keinen Auf Zwang ein neues. Hey, Neuling, Vorsicht! Hm. Der hat uns fast erwischt. Ah. Sorry, da habe ich mich wohl verrechnet. Warte mal. Ach nee, in diese Schüssel hat er gespuckt und dann ist das nach rechts geflogen. Dann rotzen wir jetzt einfach diesen Penner an. Ja. Und dann legen wir hier den Block in die Mitte. So. Genau. Und jetzt läuft das. Ich bestimmt. Will spucken. Irgendwie. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Los, Randall. Yeah, der Grüne war schon ganz nett. Aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry Masterson. Gott hab ihn selig. Scheiß auf Harry Masterson. Ihr habt aber gewonnen. Okay, müssen wir es vielleicht tauschen? Da die Pfanne. Und da den Wok. Bitteschön. Auf ein neues. Ich will spucken. Macht euch bereit. Tu dir keinen Zwang an, Junge. So, jetzt aber komm. Zack. Du bist besser geworden. Aber leider ändert er. Ja, danke. Okay. Kann man den Wok auch hier vorne hinlegen? Anscheinend, ne? Machen wir das doch einfach mal. Legen wir den Wok einfach hier vorne auf die Platte. Da. Ich so, und will jetzt spucken. Los. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Auf ein neues. Déjà-vu. Du bist besser geworden. Oh. Ja. Okay. Die Schüssel muss noch ein weiter nach hinten. Das sehe ich ein. Dann da drauf. Und jetzt aber. Jetzt ich will durch den grünen, tu dir keinen die grüne Zwang Gerechtigkeit. So, jetzt. Und. Yeah. Wow, Patsch Alter, voll auf die Zeitung. Du hast ey. Das Ziel getroffen. Oh Mann, hast du gerade auf meine Zeitung gespuckt? Das ist ja ekelhaft. Ja. Du meinst wohl seine Zeitschrift. Nein, das ist meine. Die habe ich noch nicht fertig gelesen. Der Eigentümer der Spucke ist der Eigentümer der Zeitschrift. Das weißt du genau. Ach, kommt schon, Jungs. Gib dem Neuling die Zeitschrift. Ja, gib dem Neuling die Zeitschrift. Nämlich. Danke. Danke ihm nicht. So sind nun mal die Regeln. Tja, richtig, das habe ich auch genau gewonnen, so aber nachgelesen. Wenigstens habe ich es diesem fiesen Vertreter gezeigt. Rache ist richtig. Ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und mit Schleim. Ja, gerade mit Schleim. So, kann ich jetzt nochmal mit dem Reben das nochmal richtig schön unter die Nase reiben? Okay, schade. Schade, das hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen. So. Gehen wir in den Gang. Guck mal, Mary, was ich habe. Eine kaum benutzte Zeitschrift. Hier. Haben Sie diesen Artikel schon gesehen? Welchen? Oh Mann, ist ja irre. Hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Genau, er schleicht. Der ist echt biegsam. Muss meinem Yoga-Lehrer sagen, dass er mir das beibringen soll. Dachte mir schon, dass Murray. Ihm sowas gefällt. Danke, mein Junge. Dafür nicht, Murray. Ich bin doch gern zu Diensten. Ja, nicht für Murray. Kein Thema. Gehen wir mal gucken, was der junge Mann mit seiner Schwester gemacht hat. Der wollte sich ja dem Problem annehmen. Hör zu, Box. Ich sag das nur einmal. Hau sofort ab. Ich will deine Geschichte für den Rest des Tages hier nicht mehr sehen. Sonst was? Das hier. Zwei Dinge hatten sich danach geändert. Die Schwestern fassten Randy nie mehr an und Borgs konnte nie wieder gehen.
Er wurde in ein Krankenhaus im Norden verlegt, mit geringerer Sicherheitsstufe. Soviel ich weiß, hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, seine Speisen und Getränke durch einen Strohhalm zu schlürfen. Wow! Hart, aber effizient. Merkt ihr eins, Junge? Man legt sich nicht mit mir an. Klar, verstehe. Tja, da hat sich der Box mit dem Falschen angelegt. Also mit uns. Und wir haben es einfach unserem starken Freund gepetzt.